improvisieren mal ein bisschen, weil hier auch so viel aufgeworfen worden sind an ganz wichtigen Fragen. Und eine kleine Vorwarnung, ich werde nachher über den Krieg der Bilder reden, also über Al-Qaidas, Daesh, Propagandamaschine. Aber ich werde darauf verzichten, irgendwelche Bilder zu zeigen, weil ich finde, allein schon durch das Zeigen dieser Bilder schaffen wir Öffentlichkeit. Hier wurde eben die Frage gestellt, was man gerade im Netz diesen Menschen entgegenstellen kann. Das ist eine hochkomplexe Sache, aber da wird extrem viel dran gearbeitet, seit 4 oder 5 Jahren. Wir hatten vor 4 oder 5 Jahren mal so eine Studie geschrieben, die hieß jihad.de, für die Stiftung Wissenschaft und Politik, gegen Maßnahmen gegen das dschihadistische Internet. Das ist hochkomplex, aber es werden allmählich alternative Angebote geschaffen. Soll heißen, vor 3, 4 Jahren, also bei der jihad.de-Studie, hat man festgestellt, wenn man das Wort Jihad tippte, kam man nach 2, 3 Klicks direkt auf eine salafistische oder sehr radikale Webseite. Das gilt auch für andere islamische Kernkonzepte. Da gilt es zum Beispiel erstmal ein Gegenangebot zu machen, wo zum Beispiel Islam offen diskutiert werden, wo diese Konzepte eben nicht von Salafisten oder Dschihadisten monopolisiert werden, um halt auch die Vielstimmigkeit des Islams zu zeigen. Und das muss auch attraktiv sein, aber da entsteht was. Nun ist es so, dass Salafisten und Dschihadisten natürlich extrem viel Zeit ins Internet investieren und natürlich auch in die sozialen Netzwerke. Ich komme da gleich nochmal zurück. Und das ist natürlich extrem schwierig, es motivierte Leute zu finden, die was gegenzuhalten. Noch eine kleine Anekdote. Die Demystifizierung und Humor sind ganz, ganz wichtige Sachen. Und da gibt es natürlich in verschiedenen Ländern Initiativen, die sich zum Beispiel über den Islamischen Staat lustig machen und solche Sachen klappen. Um halt also diese Menschen, die uns solche Angst eintreiben wollen und ihre eigene Macht so zu überhöhen, wirklich wieder auf ein Niveau herunterzubringen, wo man keine Furcht haben muss, das ist natürlich eine ganz, ganz sinnvolle Sache. Und das große Modewort in dem Zusammenhang in Deutschland ist das Wort des Gegennarrativs, was ich ganz schlimm finde. Das Narrativ ist ja eigentlich, also wie es da benutzt wird, eine große Erzählung. Also es gibt eine große dschihadistische Erzählung, auf die komme ich gleich mal nochmal zurück. Und der sollte man dann halt andere, auch in Deutschland, die Deutschen sagen auch mittlerweile auch am liebsten Counter-Narrative, nicht mal Gegen-Narrativ, finde ich noch irritierender. Also wir müssen natürlich alternative Erzählungen herausbringen. Wir müssen nicht nur die große Erzählung dieser Dschihadisten enttarnen und die Verlogenheit darstellen. Wir müssen halt auch zeigen, was eigentlich, was unsere Gesellschaften eigentlich wirklich zu bieten haben und das ganz massiver. Vorhin wurde auch einmal angesprochen, deshalb improvisiere ich ein bisschen, dass wir es so schwer haben, irgendwie dem Salafismus irgendwas entgegenzuhalten, dieses absolute Weltbild, was sie so machen. Und das ist für mich auch vielleicht meine große Enttäuschung, dass wir nach Brexit als Resteuropa, wollen wir es so sagen, mit diesen tollen europäischen Werten, wo man wirklich sagen kann, wir sind die besten Gesellschaften, in denen je Menschen gelebt haben. Und hier kann auch ein Muslim seinen Islam viel besser ausleben als in Saudi-Arabien oder in Ägypten, beides Länder, die ich ganz gut kenne. Und auch wenn es Diskriminierungen gibt, und das sind natürlich gerade im Moment die schrecklichen französischen Erfahrungen mit Banlieue-Diskriminierung, wo die Leute dann noch weiter oder noch schneller oder noch mehr radikalisieren als in Deutschland, dass man sagen kann, trotz in unseren Gesellschaften, trotz Diskriminierung und sozialer Ungerechtigkeit, lebt ihr doch hier viel, viel besser als in welchen anderen Gesellschaften. Und das macht mich immer so traurig, dass wir halt allein dieses alternative Narrativ oder diese Vision nicht schaffen herauszuarbeiten. Jetzt zu meinem eigentlichen Vortrag, wo ich etwas ein bisschen über dschihadistische Propaganda reden möchte. Und diese Propaganda ist natürlich auch so ein externer Faktor. Ohne diese dschihadistische Propaganda gäbe es meiner Ansicht nach die dschihadistische Bewegung nicht. Und zweitens gäbe es natürlich dann auch keine deutschen Ultraradikalisierten. Und da fange ich mal mit dieser Urgeschichte der Propaganda an. Die Dschihadisten, und das ist auch ein großer Widerspruch, das ist auch eine Maßnahme, auch irgendwie so ein Widerspruch, in dem man sie verheddern kann. Die Salafisten selber lehnen ja in jeglicher Weise zum Beispiel
Darstellung der göttlichen Schöpfung ab, theoretisch. Ne? Nicht umsonst werden die Buddhas von Bamiyan zerstört, werden in Palmyra die Tempel zerstört und so weiter und so fort. Der saudische König zum Beispiel als Obersalafist, als Obersalafist, selbst er wird in einem Grab mit unbekannten Grabsteinen irgendwo beerdigt. Da steht nicht mal der Name drauf, dass eben keine Götzenanbetung herstellen kann. Was machen denn die Dschihadis, seitdem wir sie mitgeschafft haben, seit also dem Afghanistan-Krieg gegen die Sowjets in den 90er Jahren? Sie haben einen Bilderkult geschaffen, der so wahnsinnig ist. Und ich möchte jetzt auch mal keine Bilder zeigen, aber ich möchte von jedem mal wissen, was fällt Ihnen denn als dschihadistisches Propagandabild ein? Was ist das Letzte, was Sie gesehen haben? Oder was haben Sie von... Wer möchte anfangen? Was haben Sie an dschihadistischer Propaganda mal gesehen? Meine ohne Kopf. Gut, das ist Horror, das ist natürlich ein Sohn. Paramilitärische Übungen in Somalia, Kinder, die Hamas-Stirnbänder tragen, Gewehre in der Hand haben oder... Ja. Ich bin sicher, Sie haben noch viel mehr gesehen. Das Daesh-Logo, wer hat das gesehen? Alle, ne? Wie sieht das aus? Wissen alle, ne? Bin Laden hat jeder gesehen, ne? Gut, das sind ja alles Propaganda-Inszenierungen. Das ist so das Spannende, ne? Also es fällt hier gar nicht hier so den Leuten also als Propaganda auf. Das ist natürlich ganz spannende Propaganda-Inszenierung. Und da möchte ich auf das Thema Diaspora zurückkommen. Das dschihadistische Narrativ ist die große Erzählung ist eine Diaspora-Erzählung, die im Grunde besagt, wir sind die einzig wahre Glaubensgemeinschaft, das fing mit Bin Laden an, kommt zu uns, wahre Glaubensgemeinschaft, nach prophetischem Vorbild, geht auf die Hijra, geht auf diese Reise, kommt uns zu uns ins selbstgewählte Exil, weil wir leben wirklich wie die Gefährten der Propheten und wir sind die einzigen Gläubigen. Und wenn ihr das macht, und dann kommt das nächste falsche Versprechen, und wenn ihr das macht, dann seid ihr erlöst. Also da gibt es dieses eschatologische Heilsversprechen und das verbirgt sich hinter all dschihadistischer Propaganda. Und wenn ihr euch dann noch in die Luft sprengt, dann kommt ihr vor allen anderen Muslimen, die Muslime sind aber nur die, die sich schon auf die Hijra begeben haben, ins Paradies, weil ihr Märtyrer seid. Alle anderen Muslime müssen auf den Tag des jüngsten Gerichts warten, aber die Märtyrer nicht. In diesem Zusammenhang, also nochmal zurück auf Bin Laden. Warum sieht Bin Laden so aus, wie er da aussieht? Der könnte ja auch, das sind Verkleidungen, ne? Das sind wirklich Verkleidungen. Bin Laden und diese Kämpfer wollten damals schon mit allem deutlich machen, dass sie wirklich leben wie die Gefährten des Propheten und auch so aussehen. Ne? Und das zeigt schon die Macht dieser Propaganda, dass wir diesen Menschen das abnehmen. Ja? Das sind wirklich zum Teil Verkleidungen in verschiedenen Nuancen als Würdenträger, als religiöser Scheich oder so. Aber das haben die schon geschafft, Leuten einfach so vorzulegen, dass sie wirklich quasi so leben wie die Gefährten des Propheten, weil sie so aussehen. Dazu muss ich sagen, wir arbeiten ja auch mit einem Kurzzeitgedächtnis. Ne? Gerade unsere Presse, Islamischer Staat hin und her, noch seit 2014 ist natürlich der Islamische Staat die große Bedrohung. Aber der Dschihadismus ist eine viel ältere Bewegung. Also ist wirklich, die Grundmomente des Dschihadismus sind im Afghanistan-Krieg gegen die Sowjets entstanden. Und es ist eine Bewegung, die bis heute, das heißt der Islamische Staat und alle anderen Bewegungen bauen auf diesen Gründermoment auf. Und in diesem Gründermoment, und das sind auch so Widerlegungsmomente, wurden diese großen Heilslügen geschaffen. Ne? Also eben, es ist die wahre Glaubensgemeinschaft und natürlich all diese Heilslügen um die Selbstmordattentate als asymmetrische Kriegswaffe. Ne? Im sunnitischen Islam gab es keine Selbstmordattentate, bis die dschihadistische Bewegung entstanden ist. Es war nicht existent. Hamas zum Teil, kann man auch dschihadistische Züge sehen. Aber es gab es in der also in der islamischen Geschichte, gab es noch nie sunnitische Selbstmordattentate und auch lange Zeit keine schiitischen. Was ist also passiert? Während des Afghanistan-Kriegs gegen
Die Sowjets wurde zunächst mal das Konzept des Dschihads total umgedeutet. Warum? Weil sowohl in dieser großen Koalition, um die Sowjetunion zu zerstören oder zu Fall zu bringen durch die Sache in Afghanistan, man muslimische Kämpfer anwerben wollte. Der Dschihad unterscheidet sich ja in klassischer im Islam in sunnitischer Jurisprudenz und zwischen großen und kleinen Dschihad. Ja? Der große Dschihad ist die innere Glaubensanstrengung, besserer Muslim zu werden, große Anstrengungen zu machen, besserer Mensch zu werden. Und der kleine Dschihad ist Krieg, zumeist ein defensiver Krieg, der nur unter ganz bestimmten Bedingungen ausgerufen werden konnte. Die Bedingungen sind, dass das ein legitimer muslimischer Herrscher machen muss und nicht irgendjemand sagen kann, ja, wir machen jetzt morgen Dschihad. Es muss wirklich jemand, ein legitimer muslimischer Herrscher sein, der ein gewisses Territorium kontrolliert. Und aufgefordert zu diesem Dschihad sind nur ganz bestimmte Gruppen. Das heißt, die Menschen, die angegriffen werden, zum Beispiel im Falle des defensiven Dschihads. Jetzt kommt aber der spirituelle Gottfaser, wie wir wollen nennen, der spirituelle Begründer des Dschihadismus, her. Das ist ein Palästinenser, der heißt Abd al-Azam. Der wird von allen dschihadistischen Gruppen bis heute verehrt. Es war ein muslimischer Gelehrte aus Palästina, der in Afghanistan kämpfte, sehr, sehr produktiv war mit seinen Schriften. Der sagte zum Beispiel auf einmal, nee, heute ist das anders, Dschihad ist eine Verpflichtung für jeden Muslim. Und zwar eine individuelle. Wenn irgendein muslimisches Land angegriffen sind, dann müssen alle Muslime in der Welt helfen, dieses zu verteidigen. Und das war eine Umdeutung zur Mobilisierung, weil wenn es eine Pflicht für alle Muslime ist, konnten natürlich auch Menschen aus allen arabischen, muslimischen Ländern kommen und da kämpfen und sich da erlösen. Und dazu kommt natürlich dieses Heilsversprechen. Wenn ihr kommt, seid ihr in der wahren Glaubensgemeinschaft. Das waren alles so Mobilisierungselemente, die wirklich den sunnitischen Islam revolutioniert hatten. Aber damals gab es noch nicht die Selbstmordattentate. Das war dann, Al-Qaida hat das dann da hinzugefügt. Dieser Abdallah Azam war noch nicht so für Selbstmordattentate und sagte, sucht halt im Kampf den Tod. Was an sich schon eine Revolution war. Die Selbstmordattentate haben sich diese Menschen abgeguckt, im quasi zeitgleichen, oder dieser Märtyrergedanke, im zeitgleichen Irak-Iran-Krieg. Die sich daran erinnern, also dieser blutige, fast erster weltkriegsartige Grabenkrieg, ne, fand zwischen zwei ganz ungleichen Mächten militärisch ausgerüstet statt. Auf der einen Seite den Irak, den wir hochgerüstet haben, also mit deutschen, französischen, englischen, amerikanischen Waffenlinien, und der Islamischen Republik Iran, die natürlich unter Waffenembargo standen. Das war ein großer Nachteil für den Iran. Die Iraner, was haben die sich überlegt? Die Iraner haben gesagt, ja, aber wir haben eine größere Demografie, 20 oder 30 Millionen mehr Menschen. Und dann wollten sie natürlich sich die Demografie zu nutzen zu machen. Und in dem Schiitentum der Ayatollahs, und das sagen die Ayatollahs ganz offen, im Schiitentum gibt es Konzepte des kollektiven Leidens, das auch gefeiert wird. Ein kollektives Schuldgefühl aufgrund des im Stichlassens des ersten schiitischen Imams und letzten Kalifen Ali, haben Sie schon mal gesehen, diese Ashura-Riten zum Beispiel, ja? Wo Leute sich im Irak auspeitschen bis aufs Blut, hunderte von Pilgern. Also dieses Kollektive im Libanon dasselbe. Nach Karbala im Irak 300.000 Schiiten, irakische, aber auch in anderen Orten iranische, und geiseln sich selber bis aufs Blut, stundenlang. Das ist also dieses kollektive Schuldgefühl. Dieses Kollektiv und der Aufforderung haben die Ayatollahs umgebaut zu der Selbstaufopferung im Krieg gegen diesen irakischen Gegner. Da gibt es ja auch diese Bilder von den Bandanas, von 16-, 15-jährigen Jungs, die sich unter irakische Panzer schmeißen und riesige Wandgemälde in Teheran. Also die Iraner haben um ihre Schwäche in Sachen Militärmaterial wettzumachen, halt einen Märtyrerkult geschaffen, um
ihre Menschen dazu opfern und letztendlich diesen Krieg auch so mit entscheiden können, mit Fluten von jungen Menschen, die da wirklich den Märtyrertod gesucht haben. Das haben die sunnitischen Muslime in Afghanistan gesehen und sie haben noch mal was ganz anderes. Sie haben gesehen diesen Aufopferungsgeist und wollten das in den Sunnitentum schaffen. Das heißt, sie revolutionieren das Konzept des Märtyrers im sunnitischen Islam. Interessant ist in dem Zusammenhang auch, das arabische Wort zum Beispiel, Shahid, Märtyrer, kommt eigentlich von derselben Wurzel wie das europäische Wort Märtyrer, in der griechischen Wortwurzel, aber bedeutet im Arabischen bezeugen, rein bezeugen. Man bezeugt seinen Glauben, aber im Gegensatz zum Christentum war dieses Bezeugen nie ein Leiden für das Glauben. Und dieses Wort, was wir als Märtyrer heute übersetzen, Shahid, wird auch heute noch als das Wort für einen Zeugen vor Gericht benutzt. Das war das Bezeugen, also nie wirklich dieses bewusste Todessuchen. Aber das ist eine Entwicklung, die setzt dann allmählich ein. Aber diese ganze dschihadistische Propaganda dreht sich immer nur darum, dass diese Konzepte irgendwie von diesen Konzepten überzeugt werden muss. Gut, dann passiert der Afghanistan-Krieg, das Konzept des Märtyrers, ein Märtyrerkult wird eingeführt, so ähnlich wie bei den Schiiten, zig Filme über Märtyrer gedreht, schon in den 90er Jahren des letzten Jahrtausends. Und dann geschieht die nächste Entwicklung, nämlich die Entdeckung des Selbstmordattentates als Waffe des asymmetrischen Krieges. Und das ist aber auch wiederum durch die heutigen Erzfeinde dieser sunnitischen Schiiten passiert, nämlich durch die Schiiten. Die ersten muslimischen großen Selbstmordattentate waren im Libanon, auch in den 90er Jahren, ich glaube 92 oder 93, wurden gemacht von einer Gruppe, die war irgendwie, könnte man als Vorgänger von der Hezbollah, der heutigen Hezbollah, der heutigen Schiiten-Miliz im Libanon sehen. Und die haben, damals war der Libanon unter Besetzung von, oder es war ein Großkontingent amerikanischer Streitkräfte da, US Marines, die Franzosen waren da mit ein paar hundert oder ein paar tausend Soldaten und die Israelis hatten auch eine starke Truppenpräsenz. Innerhalb von wenigen Wochen ist es gelungen, durch drei Selbstmordattentate die Hauptquartiere dieser jeweiligen Länder anzugreifen. Und alle drei Länder haben sich binnen weniger Monate aus dem Libanon zurückgezogen nach schlimmen Verlusten. Und das hat Bin Laden, und das haben diese Leute wirklich gesehen, und gesagt, aha, Selbstmordattentat, das ist wirklich eine Sache, die funktioniert, die ist nicht teuer und die Resultate sind da. Und da wurde nämlich dieser Märtyrerkult nicht nur auf einmal sich im Kampf 1:1 zu opfern, was schon eine Revolution war, umgewandelt, sondern es stand wirklich die Idee, wir machen jetzt sunnitische Selbstmordattentate. Und dafür braucht man halt Menschenmaterial und die entsprechende Propaganda. Zudem kam noch hinzu, dass Bin Laden und Co., die wirklich auch nochmal so als kleine Sache, wenn man heute unterscheidet man zwischen Al-Qaida und dem Islamischen Staat, der Islamische Staat zum Beispiel findet Bin Laden ganz toll. Der möchte die Ahnherrschaft von Bin Laden haben. Die sehen es wirklich als ihre Vorväter und als Gründer. Also diese Unterschiede zwischen dschihadistischen Gruppen sollte man auch nicht zu weit unterscheiden. Die haben manchmal so ihre taktischen Bruderzwiste, mögen sich bekriegen, aber die haben wirklich dieselbe Ideologie im Groben und Ganzen. So, Bin Laden und der heutige Al-Qaida-Chef hatten ursprünglich mal zum Ziel, nicht nur Afghanistan zu befreien, und sie waren ja auch der Ansicht, dass sie hätten den Krieg in Afghanistan gewonnen als tapfere Mujahideen und die Russen vertrieben und nicht irgendwelche amerikanischen Luftabwehrraketen, die russische Lufthoheit zerstört haben. Die hatten danach zwei große Anliegen. Der Ägypter Zawahiri wollte Mubarak stürzen in Ägypten, all diese ungläubigen arabischen Regimes, und Bin Laden wollte die Saudis stürzen. Die saudische Königsfamilie, weil er fand, die waren ungläubig geworden, weil sie im zweiten Golfkrieg 1990 amerikanische Gruppen in die heiligen Länder des Islams gelandet haben. Das haben die auch probiert. Der Ägypter Zawahiri, heutiger Al-Qaida-Chef, hat probiert, Mubarak in Addis Abeba zu töten, haben Terrorkampagnen gestartet, Ägypten Anschlagsserien. In Saudi-Arabien gab es auch Anschläge, das hat alles nicht so gut geklappt. Da setzen sich diese beiden Männer und ihre anderen strategischen Kollegen zusammen und sagen, naja, warum klappt das nicht? Warum klappt das nicht? Und die kommen zum Ergebnis, dass sie ihre sogenannten nahen Feinde, also diese arabischen Despoten, nicht schlagen können, weil sie von einem weiten Feind beschützt werden.
Der weite Feind sind USA und ihre kreuzfahrerischen, kreuzzüglerischen, wollte ich sagen, Alliierten und Zionisten und so weiter. Um diesen nahen Feind zu besiegen, muss man also den weiten Feind angreifen. Und auf einmal wird der Dschihad noch weiter revolutioniert. Es geht nicht nur um die Befreiung von Ländern wie Afghanistan, sondern der weite Feind muss überall angegriffen werden, wo man ihn trifft. Das sehen wir auch heute wie bei Daesh. Und das ist so die Entstehungsgeschichte vom 11. September. Ne? Und davor gab es ja auch schon Anschlagzeichen. Die ersten Sachen mit dem weiten Feind waren Anschläge 1998 gegen die Botschaften in Dar es Salaam in Nairobi, die US-Botschaften. Dann wurden vor der Küste von Aden sollte ein französischer Riesentanker und eine amerikanische Fregatte in die Luft gesprengt werden, auch mit Selbstmordattentaten. Und dann kam natürlich der 11. September als einer der entscheidenden Momente. Und der Gedanke derselben September war natürlich ganz klar auch ein medialer Gedanke. Es sollten natürlich diese Bilder geschaffen werden. Terrorismus ohne Bilder funktioniert nicht. Es ist natürlich auch so der Gründungsmythos eigentlich auch für Bin Laden, diese Bilder der zwei Türme, die da einstürzen. Aber Bin Laden hatte auch noch eine andere strategische Idee. Und da war zum Beispiel die Idee, natürlich die Amerikaner so weit wie möglich in den Krieg nach Afghanistan reinzuziehen. Das sah zunächst mal nicht. Zunächst einmal sah es nicht aus, ob Bin Ladens Kalkül da aufgegangen ist. Die Taliban wurden sehr schnell besiegt, Bin Laden musste flüchten. Aber jetzt kann man sich heute 10, 12, 15 Jahre danach stellen. Also die Dschihadisten wollten den Westen in einen Abnutzungskrieg in die arabische und afghanische Welt einziehen. Heute, 15, 20 Jahre danach, nach dem 11. September, kann man sich natürlich die Frage stellen, ist das aufgegangen? Ich glaube schon, das ist herausragend aufgegangen, weil durch den US-Einmarsch im Irak ist zum Beispiel auch erst dieser Islamische Staat möglich geworden. Der Westen ist kaum noch präsent in diesen Ländern, die Bürgerkriegsländer sind, die weiterhin im Chaos versinken und wo sich natürlich dann auch so dschihadistische Bewegungen wieder breit machen können. Also das ursprüngliche Bin Laden-Kalkül leider gar nicht so schlecht. Aber ich wollte jetzt noch mal ein bisschen springen und auf die Propaganda zurückkehren. Bis dahin, wir haben jetzt auf einmal Märtyrerattacken, also Selbstmordattacken und einen globalen Dschihad. Aber wir haben noch keine wirklich europäische Komponente da drin. Wir haben noch nicht das Problem, mit dem wir konfrontiert sind. Obwohl es da auch schon gewisse Momente gab, die sehr, sehr weit zurückliegen mit unserem Kurzzeitgedächtnis. Der Bosnienkrieg, da hat eine Mujahedin-Brigade, es hieß noch Mujahedin, dschihadistische Brigaden gekämpft, mit ein paar hundert Kämpfern, zum Teil Ex-Afghanistan-Kämpfer, zum Teil europäische Freiwillige. Und dadurch haben sich zum Beispiel die ersten dschihadistischen Netzwerke und Sachen in Deutschland und Europa breit gemacht. Die waren noch nicht richtig wichtig, aber das waren so kleine Zellen, die Propaganda gemacht haben, rekrutiert haben, Filme über Bosnien vertrieben haben. Und diese Zellen werden aber in dem Moment wichtig, wo dann die USA 2003 ohne UNO-Mandat im Irak einmarschieren. Und das ist der Boom des Dschihadismus. In dem Moment vervielfacht sich natürlich auch die Wirkung der Propaganda, weil das Internet funktioniert. Vorher waren das erstmal so im größeren Rahmen. So. Da kam immer so, ab 2003 war auch in der arabischen Welt und hier natürlich die wirkliche Massennutzung des Internets im Gange. Noch nicht die sozialen Netzwerke, klar, aber das Internet, was natürlich ein sehr effizientes Tool war. Was passiert in diesem Moment, was für Europa relevant ist? Diese dschihadistischen Medienmacher im Irak suchen europäische Sympathien, suchen Helfer im Westen, um auch zu rekrutieren. Da gibt es sogar Stellenanzeigen, ne? Die schreiben auf diese Internetforen, wir suchen dschihadistische Medienmacher in Deutschland und so weiter. Und es funktioniert, da melden sich in der Tat Leute, die bis heute noch präsent sind, da melden sich Leute, da wurde zum Beispiel in Deutschland und Österreich ein kleines Medienhaus in Anführung gestrichen, das hieß Globale Islamische Medienfront. Wiener und ein paar Deutsche dabei, ich habe vor einer Woche mal ein Gründungsmitglied getroffen, der auch ein paar Jahre dann im Gefängnis war, aber er hat sich bekehrt. Das sind auch ganz wichtige Leute natürlich. Er widerlegt natürlich heute dschihadistische Propaganda. Während andere Menschen dieser globalen islamischen Medienfront 4, 5 Jahre im Gefängnis waren und sich heute als Hauptpropagandamacher in Syrien beim Islamischen Staat wiederfanden. Aber interessant ist, also da haben wir die ersten Propagandazellen in Europa, die dschihadistische Propaganda in unseren Muttersprachen machen. Das ist ja auch eine ganz wichtige Sache. Vorher lief das ja alles auf Arabisch, ein bisschen Englisch ab, aber es war noch nicht erreichbar. Und dann Irakkrieg, also die ersten Zellen hier, die Kultur oder Antikultur des Dschihads wird nach Europa exportiert. Und dann passiert quasi was
zwei Dinge zeitgleich. Massennutzung des Web 2.0, totale Interaktivität und Daesh. Und da wird es richtig spannend. Der Dschihad wurde nach Europa exportiert mit der Kultur, aber er wurde auch in der Zwischenzeit mit europäischen Kulturelementen angereichert, eben durch diese jungen, sehr medialen Dschihad-Konvertiten, die natürlich perfekt europäische Jugendkultur verstehen. Und die gehen dann nach Syrien, vermischen also diese Antikultur des Dschihads mit europäischer Jugendkultur und können über Facebook und die sozialen Netzwerke mit Jugendlichen überall in Europa kommunizieren. Und nicht mehr auf Arabisch, sondern der Typ aus East London kann genauso gut Cockney English wie dieselbe Slangsprache wie der Typ in Syrien. Der deutsche Dienstlagengruppe, die ersten, die abgereisen sind, sind natürlich Leute aus Dienstlagen, die können da genau sprechen. Und der Gangster-Rapper aus Berlin versteht auch, was man in Kreuzberg so macht. Und natürlich wird es dann in diesem Moment gerade so attraktiv, weil die Barrieren fallen. Im Grunde sagen diese Leute, die in diese einzig wahre Glaubensgemeinschaft mit dem Heilsversprechen nach Syrien gegangen sind, sagen dann den europäischen Jugendlichen: Guck mal, ich rede wie du, ich sehe aus wie du, ich verhalte mich wie du, und jetzt bin ich hier. Das kannst du ja auch, wenn du so bist wie ich. Und da fällt natürlich enorm viel weg. Und dadurch entsteht natürlich dieser Massenrekrutierungswille. Ich gebe nochmal so, und die haben natürlich dann auch extrem moderne und effiziente Propaganda gemacht, die ich ja hier allen Zuschauern ersparen möchte, von der lebendigen Verbrennung des jordanischen Piloten, uns dem schlimmsten, im Grunde schicken die uns ja den schlimmsten Trash unserer eigenen Gesellschaften zurück. Also das Entsetzlichste unserer eigenen Gesellschaften. Ultra-Brutalität in einem Ausmaß, die es wirklich in unseren schlechtesten Filmen gibt oder in diesen schlimmen Videospielen, die sie natürlich auch alle gespielt haben, diese E-Natives. Aber ich gebe mal so ein Beispiel zur Anschaulichkeit der Jugendkultur nochmal. Nicht nur, dass da irgendwie zig Dschihadisten mit sogenannten Lolcats, schönen kleinen Kätzchen, sich da filmen, so tierlieb mit Kalaschnikow und so weiter, was halt auch so ein Jugendphänomen ist. Hat jemand das hier schon mal gesehen, den erhobenen Zeigefinger? Da sieht man die Dschihadisten mit so diesem erhobenen Zeigefinger auf Tausenden von Selfies, in Gruppen, einzeln, die Deutschen und so weiter. Und die behaupten dann, das sei ein islamisches Zeichen, das für die Einheit des Gottes, Einheit Gottes und die Einheit der Glaubensgemeinschaft steht, was ganz wichtige Konzepte im sunnitischen Islam sind. Bloß habe ich das vorher noch nie gesehen. Vielleicht mal bei so einem Prediger, der so einen Daumen so lang irgendwie mal ganz kurz hochgehalten hat, aber nicht irgendwie Leute, die ganze Zeit irgendwie ihren Zeigefinger in den Himmel recken. Das hat es noch nicht gegeben. Und das ist ja irgendwie, und für Anthropologen und Leute, die sich damit beschäftigen und andere Sozialforscher, ist auch wie so ein typisches Gangzeichen. Wir gehören dazu. Und ist natürlich auch ein Zeichen, was relativ modern ist in der Sache, so wie ein Facebook-Like oder so. Ne? Und solche Sachen. Das heißt, wir haben heute so diese dschihadistische Antikultur mit ihren eigenen Kodizes, ihren eigenen Sprachen, die sich auf das, was Bin Laden und die ganzen anderen mit ihren Verkleidungen und so weiter aufgebaut haben, draufsetzen. Und das macht natürlich auch diese große Erzählung so kohärent. Der Dschihadismus selber hätte meiner Ansicht nach gar nicht überleben können, ohne zum Beispiel diese gemeinsamen Bildsprachen zu entwickeln. Weil was hat eigentlich ein Afghane mit einem Indonesier und einem Boko Haram, weiß nicht von welchem Stamm in Nigeria, und einem Tuareg in Mali physisch gemeinsam? Da muss ja irgendwie durch Verkleidung, durch Dekor, durch diese gemeinsame Symbolik, wird erst überhaupt die Kohärenz dieser Gruppen geschafft. Ne? Wenn das jetzt nur noch wie vor 50 Jahren wären so ein paar Texte, ein paar ideologische Texte, würde das gar nicht diese Wucht entfachen. Und deshalb ist natürlich diese dschihadistische Propaganda, um diese Kohärenz und dieses Gruppengefühl zu schaffen, so von entscheidender Bedeutung. Und vorhin waren ja hier alle so ein bisschen zögerlich in Sachen dschihadistischer Propaganda. Wer könnte denn mal das Daesh-Logo beschreiben? Wir hatten das mal gesehen. Das hat doch bestimmt jeder schon mal gesehen. Also das IS-Teil da, was ist diese IS-Flagge, ne? Ne, doch, ich kenne eigentlich keinen Menschen, der die nicht kennt. Also schwarze Flagge und so ein bisschen Kalligrafie, ja? Wer hat die noch nie gesehen? Also so eine schwarze Flagge mit weißem Kreis und so ein bisschen Kalligrafie. Ja gut, ja.
gut. Ich bin jetzt hier ein bisschen enttäuscht, weil normalerweise hat die erste Mal, die Rede hatte jeder gesehen, ja, aber jetzt hier gibt es ein paar Ausnahmen. Das Interessante dabei ist, es geht ja natürlich auch um einen ganz massiven Symbolklau, den man zurückerobern muss. Weil diese IS-Flagge, also dieser Kreis mit dem Dings, ist natürlich nicht das IS-Logo, sondern das gestohlene Siegel des Propheten. Aber das weiß kein Mensch. Also heute, wenn das jemand sieht, auch so Schüler, denkt jeder, das ist natürlich die IS-Flagge und das IS-Logo.